Damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Batman Arkham City. Und ich muss jetzt kurz gucken, wie ich hier reinkomme. An vorgegebenen Stellen ich durch die Haupttür reinkomme. Oder durch was anderes. Oh, hallo. In Sektor 3 ist eine Kamera ausgefallen. Sachen gibt's, ne? Oh nein, ich muss so durchdingsen. Das ist ja schön, dass genau jetzt es klingelt. Ohne Funkgerät kann ich nicht weg. Pinguin kommuniziert über dieses Funkgerät mit seinen Männern. Ich sollte es nehmen. Ich brauche das Funkgerät. Toll, jetzt das Klingeln weg. Oh Mann. Ich hoffe, dass es jetzt kein Problem darstellt. Dass die. Wo ist ein riesiger Tresorraum voll mit Geld und anderem Krempel, der seinen Schutz abgenommen hat? Mann, ich wünschte, ich wüsste, wo das jetzt geklingelt hat. Wird sich zeigen. Da ist das Funkdingsterbumster. Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Nein, da. Werden jetzt automatisch abgefangen. Gut. Jokers Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cobblepot. Gut. Sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Zuhören. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Okay. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was? Einfach so? Ja, einfach so. Das ist euer Ernst? Ich kann jetzt doch ganz genau sehen, dass wie da... Wie sieht's denn aus? Na, was weiß ich? Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Oh, euer Ernst. Statt hier nicht eben einer... Ach so, nee, dort sind... Was hat Freeze überhaupt hier verloren? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Pinguin ihn haben will. Das genügt mir. Jetzt kann ich's besser machen. Und nicht so schnell weg, Supi. Wir finden es nicht. Es ist nicht hier. Einen Moment mal. Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent seid, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen? Wie mache ich das denn am besten? Es klingt, als würdest du das damit meinen. Bitte, Mr. Cobblepot. War nicht so gemeint. Wir finden es. Gut. Oh ja, noch was. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Viel Glück. Machen wir das doch mal anders. Okay. Dann erst das da. Dann das. Ach, keine Ahnung. Ich hab's ja markiert. Da kann ich mich immer noch später drum kümmern. Ist ja auch mal so eine Sache. Check ich's? Blick ich durch, was man machen muss? Oder gucke ich da auch noch nach? Aber da bin ich auch nicht abgeneigt von. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Dass ich da nachgucken würde.
Und jeder andere würde das wahrscheinlich auch genauso handhaben und tun. So, jetzt muss ich erstmal mich umsehen. Da haben wir einen. So, die sehen einen alle nicht. Da haben wir einen. Da haben wir einen und da läuft einer herum. Da hinten hockt irgendwer. Nein, ich möchte keinen Kleidangriff. Ich möchte umgekehrtes Dings machen, aber das wird wohl nichts. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich das da aktiviere? Ich glaube, da ziehe ich hier irgendwen ran. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Haben die mich jetzt gesehen? Wo zum Teufel bist du? Ach toll, jetzt habe ich mir das ein bisschen verbuckt, ne? Er ist hier, Mr. Cobblepot. Batman ist hier. Beschäftigt ihn. Ich habe die Zugänge zum GCPD gesperrt. Der geht nirgendwo hin. Komm, reißt euch zusammen! Ich zahle und will Ergebnisse sehen! Bewegt euch! Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Kommt hier rüber! Nein, 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 nein. Mach eine Rauchbombe und weg mit dir. Ich wollte mich eigentlich... so unten drunter gehen, aber gut. Er ist entwischt. Er setzt Nebel ein. Was? Los, weg mit dir. Da oben, ich sehe ihn. Er ist weg, ich habe ihn verloren. Findet ihn sofort! Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Ihr habt gehört, was Pinguin gesagt hat. Was wirst du tun, wenn du dich nirgendwo verstecken kannst? Bitte, ich gebe auf! Sieh mich an! Ich lass meine Waffe fallen! Du musst mir nicht wehtun! Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst du ihn haben, Batman? Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Okay. Ich gucke mich trotzdem hier noch ein bisschen um. Das klingt nicht gut. Nö. Klang definitiv nicht gut. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig, ne? Ob das jetzt gut klang oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch, in dem Spiel Trophäen irgendwie verpassen kann, so einmalige Chancen oder so. Das weiß ich überhaupt nicht. Oh Gott, hat er mich erschreckt. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Gut.
Null. Hm. Ah, jetzt kann ich es damit machen. Gut. Ah, sitz hier. Hm. So, jetzt. Andere Richtung kann ich auch raus, das ist gut. Ich muss mich mal gucken, was bei dem war. War bei dem auch irgendwas? Nee, das ist nur Strom. Komme ich da mit meinem Battlerank durch? 12. Übertreibt's mal bitte. Da komme ich durch, ne? Ja, gut. Aber ich habe noch... Ich brauche Strom. Das weiß ich leider nicht, wo ich den jetzt herkriege. Hm. Naja. Aber dann weiß ich schon mal, dass ich da an der Stelle durchkomme. Ist auch schon mal sehr hilfreich. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Hat man gar nicht gemerkt, ne? Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Ah ja, ist doch schön. Haben sich Kontakt zum Explosionsbereich. Wärmeabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, Herr Tiger 3. Anscheinend hat Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Herr Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Ich freue mich schon auf Protokoll 10. Ich weiß nämlich selber nicht mehr. Ist halt schon ein Weilchen her, dass ich das zuletzt gespielt habe, ne? Ein ganzes Weilchen schon her. So, ich muss jetzt also zum Museum. Freeze befreien. Das Heilmittel von ihm kommt. Hast du die Kerle mit den Bomben vergessen? Nein, ich bin gerade erst zurückgekommen. Ich war kurz weg, Pinke. Und eine neue Nebenmission gibt's auch. Werden wir uns mal gleich widmen. Erstmal die hier erledigen. Jetzt tap. Tigerzentrale hier, AirTiger 5. Hm, vermisst das Ärzteteam. Irgendwelche Lebenszeichen? Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Bewegung, ist leer. Gut. Lasst Cash und seinen armseligen Trupp zurück. Okay. Hm. Ist das nicht die Kirche, wo ich angefangen habe? Wäre gut möglich, ne? Mal bedenke. Da ist eine Riddler-Trophäe. Warte. Gott, wie soll das gehen? Hm. Ich hoffe, dass man das nicht so schnell machen muss. Jetzt wird das etwas schwierig. Was drauf? Aber Black Mask auch. Die wollen die Stadt in zwei Hälften teilen. Klingt nach Harvey. Ich warte bei der Kirche auf dich, Dark Knight. Ich warte darauf, dir zeigen zu können, dass ich besser bin als du. Komm zu mir, wenn du dich traust. Bei der Kirche. Vielleicht ist Cobblepot irre, dass wir das geschafft haben. Mann, ich dachte, wir seien erledigt. Was zum Teufel ist da vorhin passiert? War sicher Pinguin, hat vermutlich die Straßen mit Sprengladungen versehen.
Das reicht. Ich werde diesen hässlichen kleinen Zwerg umlegen. Genug ist... Bekommen wir es jetzt mit Myrtle zu tun vielleicht? Weil hier war das erste Team, was wir gerettet haben. Kann ja sein, dass er das jetzt entführt hat. Oh nein, wo sind sie nur abgeblieben? Könnte es sein, dass ich, der Riddler, mir all diese armen, dummen Narren geschnappt habe, während du etwas anderes zu tun hattest? Wohin hast du sie gebracht? Fragen über Fragen, nein. Dabei bist nicht du derjenige, der Antworten braucht, sondern ich. Du löst meine Rätsel und ich sag dir, wo sie sind. Beantworte meine Fragen und sie bleiben am Leben. Und sollen wir beginnen? Müssen wir, oder? Ich bin ein Instrument, dessen Musik immer von Herzen kommt. Was bin ich? Ich hätte jetzt gesagt, ich bin ein Instrument, dessen Musik durch ein pumpendes Herz entsteht. Was bin ich? Na gut, ich hätte jetzt gesagt, hier... Die Orgel? Sehr gut. Siehst du, du kannst es. Wenn du genug von meinen sorgfältig erdachten Rätseln löst, verrate ich dir, wo der Rest meiner Geiseln ist. Die erste ist im Gerichtssaal. Ich schlage vor, du beeilst dich. Vielleicht ist er ja bereits verurteilt worden. Hahaha, witzig. Verurteilt worden. Gut, gut, gut. Werd nicht so selbstsicher, Dark Knight. Tief, tief verborgen. In ganz Arkham City sorgen meine Leute dafür, dass ich stets über die Pläne der anderen Superschurken auf dem Laufenden gehalten werde. In diesem Moment sorgt einer von ihnen dafür, dass dich draußen ein Empfangskomitee erwartet. Also gibt's doch wahrscheinlich so grün leuchtende Personen. Was ist eigentlich damit? Ah! So, gehen wir mal raus. Und sagen Hallo! Ich sagte es doch, Batman ist hier! Verstehe ich nicht. Woher wusstest du das? Das ist unwichtig! Töte ihn! Ja. Kein Problem! Aua. Das tut weh. Man glaubt es kaum, aber es tut weh. So, der ist immer noch nicht erledigt. Oh, wie lange die manchmal brauchen, bis sie K.O. sind. Wie schön Batman immer so in die Luft schlägt. Ich töte. Batman gesichtet. Man sendet diese Jungs vielleicht auseinander. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! War mir ein Vergnügen. Das ist doch schön. Das Batman ist wirklich gesichtet. Schön. Was hast du gesehen? Nichts. Ich meine, die Brücke ist einfach explodiert. So. Nichts explodiert einfach so. Hast du da drüben jemanden rumfuchteln sehen, bevor alles in die Luft flog? Es waren ein paar Leute da, vielleicht waren Staatsanwalt Spezial, zwei Stimmen zum Preis von einer. Ich sagte, dass ich vielleicht ein paar Jungs von Pinguin gesehen habe. Mann, Joker wird vielleicht sauer. Oh, diese Rätsel sind immer so schön. Ich weiß, dass es mit Harvey Dent zu tun hat, aber es ist halt die Frage, was davon... Vorsicht, die Fledermaus! Das, was man benötigt. So, ich muss jetzt kurz auf die Karte gucken. Ich wollte, ja, was ist das? Angriff findet statt. Okay. Wieso versteckst du dich da oben, Batman? Wo ist das denn? Irgendwie in die Richtung? Batman, Batman, er ist hier mit mir. Heute Nacht wirst du sterben. Versteck dich ruhig da oben. Du hast Angst vor mir, Batman? Komm runter!
Boah, ernsthaft. Ich hasse das. Vor allem dafür, dass sein Anzug so toll ist, kriegt er dann doch ziemlich viel Schaden, finde ich. Diese endgültigen Finisher-Dings-Geräusche sind immer noch am schönsten. So, wir haben da auf jeden Fall noch eine Trophäe, die ich gerne markieren würde. Und ein Angriff findet hier. So, haben wir wieder einen befreit. Und jetzt würde ich gerne das da machen. Ah, okay. Hier ist dieses eine Rätsel. Jungs, wir sollten sie erledigen. Jokers Jungs eine Lektion erteilen. Wir haben Batman gesichtet. Warten auf was? Darauf, dass Two-Face es befiehlt. Das? Er ist immer noch. Ach so, das ist nur angemalt. Er ist abgehauen, nachdem Batman und Catwoman ihm den Arsch aufgerissen haben. Schon vergessen? Er ist es! Ja, ja, ja. Er ist es. Aber ich hau wieder ab. Oh, da gibt's auch einen. So wie es aussieht, will Pinguin. Vorsicht, Batman ist hier. Ja, der haut nicht ab, das ist gut. Ist weg. Naja, war ja klar. Der ist weg. Au. So noch er, ne? Ja, hey. Dann bist du noch du da. Verhören. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. So. Mein Gerichtsgebäude, Park Road, das ist gut. Das ist gut. So, dann geht's mal hier rein. Lautet der Plan? Dann befreien wir mal die eine Geisel schon mal.